Flüchtlinge im brandenburgischen Rheinsberg leben dezentral im Wohnquartier am Stadion. Dafür engagierte sich das Netzwerk Rheinsberger Initiative, allen voran der Bürgermeister und die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft MbH. Für mich war vollkommen klar, ich wohne zur Miete in der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft. Wenn die Ersten kommen, die werden in die freie Wohnung kommen, die in meinem Haus ist. Weil ich auch zeigen wollte, wir drücken uns nicht davor. Mit viel Engagement vom Ehrenamt hier in Rheinsberg sind die Wohnungen innerhalb von 4 Tagen hergerichtet worden. Und die Leute wohnen auch noch immer dort, mittlerweile schon selber Mieter. Die neuen Einwohner sind im Stadtleben integriert. Jetzt habe ich eine Wohnung hier in Rheinsberg, zusammen ich und Freund eine Wohnung, so 3 Zimmer und leben schon bei Rheinsberg. Ja. Und ich nicht denke, gehen in eine andere Stadt. Auch die syrische Familie Moawesch fühlt sich in ihrem neuen Zuhause spürbar wohl. Saß und schlief. Armes Häslein, bist du krank, dass du nicht mehr geatmet hast. Mir würde was fehlen in meinem Leben, wenn ich die Familie Moawesch nicht kennengelernt hätte. Ja. Wir haben sehr, sehr nette Nachbarn, auch natürlich Deutsche. Ich freue mich drauf. Also jeden Tag grüßen wir uns als ganz normale Bürger hier. Rheinsberg ist bunt und Rheinsberg wird auch immer bunt bleiben. Natürlich sind sie eine Bereicherung. Die Kinder, die hierher kommen, die gehen hier zur Schule. Gefällt mir am besten in Schule. Warum? Weil in Schule lernen wir, spielen wir, sprechen wir und so. Ich gehe 5a hier. Die Menschen sind sehr nett und sie sind sehr gut im Rheinsberg. Alle Leute ist schön und gute. Hilft von was, spielt von mit. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich keine extra Angebote für Flüchtlingskinder machen werde oder für Familien. Für mich ist es wichtig, dass die in die bestehenden Angebote mit einbezogen werden. Zu diesen Angeboten gehören auch der Verein Tanz und Art oder die Freiwillige Feuerwehr. Nächste Woche, ich habe Traummann-Ausbildung, Prüfung. Und wenn ich diese Prüfung schaffen kann, dann bin ich ein Feuerwehrmann. Er fügte sich super ein. Wir akzeptieren ihn voll und ganz, unterstützen ihn, wo wir können und hoffen, dass wir mit ihm einen sehr, sehr guten Feuerwehrkameraden gewonnen haben. Die gelebte Willkommenskultur im Wohnverbund der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft MbH half mit, dass die neuen Nachbarn mittlerweile zum ganz normalen Alltag in der Stadt gehören. Wir haben in Rheinsberg genügend Wohnungen für alle Nationen, auch für die, die hier in Rheinsberg noch leben.